Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch meinen neuen Server. Das ist ein Netzwerk. Keine Sorge, ich habe das alles abgeklärt. Ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe das mit Tim, allen Leuten, die ein bisschen älter sind, und mit meinen Eltern abgeklärt. Also, ich zeige euch mal, wie ihr joint. Also, als erstes tut ihr diese IP hier, diese wunderbare IP hier eintragen. Auf der Version, ich würde euch die 21.1 empfehlen. Aber ja, dann drückt ihr Doppelklick auf dem Server. Es laggt jetzt ein bisschen wegen meinem Internet. Wo ist dann PC an meinem Internethauser? Dann slash Server City Build. Ihr könnt überall jetzt hier, das wird ein gemeinsamer Server. Also es gibt auf einem Server mehrere Server. Also hier haben wir jetzt den City Build. Also Blockcraft City. Hier haben wir jetzt den City Build Server. Wir haben noch den SMP-Server. Nee, doch nicht. Das muss noch eingeschaltet werden. Und eigentlich noch SMP. Ist so peinlich, Junge. Eigentlich haben wir auch SMP, aber irgendwas wird da nicht geladen. Keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt mal die Serververstellung. Der Server ist noch nicht 100% fertig. Aber ihr könnt erstmal, würde ich sagen, joinen. Seid jetzt hier so gespawnt. Das muss ich noch. Das muss ich nochmal. Wartet. Schaut. Eigentlich. Oh, hier ist City Build 2. Ja. Dieser Klotz. Warte. Belgonat ist nicht. Das ist ein Klotz. Und ich habe euch ja in den Community-Beitrag geschrieben, Digga, ich kann nicht mal einen Befehl eingeben. Hier werdet ihr so ein Supporter. Ich sage euch mal die Reihe. Also als allererstes seid ihr Supporter. Dann seid ihr Supporter Plus. Da, also der Unterschied ist bei Supporter und Supporter Plus, dass Supporter Plus dick ist und Supporter normal dünn ist. Dann, wenn ihr auch was Gutes mit Supporter Plus gemacht habt, dann habt ihr den Mod-Rang. Also das ist jetzt nicht Mod Plus, sondern einfach nur ein normaler Mod-Rang. Wenn ihr auch was Gutes mit dem Mod-Rang macht, seid ihr Moderator Plus, der ist auch dick. Und zu guter Letzt habt ihr Admin. Und Admin dürft ihr euch aussuchen. Einmal den Rang. Warte. Einmal den hier. Einmal den hier. Gibt sehr, sehr viel Auswahl. Einmal den hier und einmal den hier, Gold. Einmal den und den. Also ihr könnt euch aussuchen, welchen Rang ihr nimmt bei Admin nur. Aber die anderen Ränge sind Standard. Und ihr könnt nach... Achso, nee, ich hab's vergessen. Nach Admin habt ihr Leitung. Könnt ihr euch auch aussuchen. Es gibt eine Leitung in diesen. Es gibt diese Leitung hier. Es gibt diese Leitung. Dieser Leitungsprefix. Nein, das ist ein falscher Gang, sorry. Ich habe so viele Ränge, echt. Und ja. Und zu guter Letzt, also als letztes, könnt ihr das hier, Teamrang. Oh Mann, ich habe den falsch gemacht. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Was gibt's hier überhaupt noch? Ich kenne mich null.
Auch nicht. Ach, Junge. Ich erstelle noch mehrere. Oh, ich habe euch was mit Admin für... Ach, scheißegal. So, wie schaue ich da noch? Nein. Na, ja, auch, aber ist nicht das, was ich suche. Ja. Ja, ja, Lockpumps. Ja, das ist der richtige Name. Ich habe ihn gefunden. Also, zu guter Letzt kommt dieser Rang dann. Also, wenn es zum Beispiel solche Wettbewerbs gibt, zum Beispiel wieder, also deswegen, der Server wird noch in Wartungen sein, weil wir hier einen PvP-Server machen noch. Das wird noch gerade von unserem Programmierer gemacht. Und mit diesem Rang hier, also habt ihr, also ihr habt auch mit Admin und so die Permission Sternchen. Also ihr habt schon Recht auf alles. Ihr könnt euch auch ohne Rang geben, aber ihr könnt dann gebannt werden und den Rang entzogen werden, weil kommt nicht auf die Idee, Admin-Rang oder so zu haben und damit einfach Scheiße zu bauen, weil wir immer Backups haben und man wird permanent gebannt. Also dann passiert das. So, ich kann mich nicht bannen, oh Mann. Ja, dann kriegt ihr aber... Warte, ich banne zu irgendjemand anderen. Aber entbann ihn auch. Jetzt Gululu gebannt. Dann bekommt ihr hier Hausverbot, sieht man. Und wenn ihr gebannt werdet, also zum Beispiel, ihr könnt, Dings, permanenter Bann ist, wenn man nicht auf allen Servern joinen kann. Es gibt auch einen permanenten Bann nur auf einem Server, also City Build permanenter Bann und so. Aber Lobby permanenter Bann ist schlecht. Und ja, wie gesagt, nicht, dass ihr meldet oder so, dieser Server-Netzwerk ist alles abgeklärt, dass wir das machen dürfen. Also ja, joint die IP wird sich auch ändern zu lobby.de oder lobby.dns.net, keine Ahnung, wie wir es noch machen. Aber die IP bleibt gleich, also keine, wir müssen keine Sorgen machen. Und ja. Okay, jetzt machen wir noch eine kleine Server-Vorstellung. Hab ich noch? Oder ich erkläre euch noch ein paar Sachen über den Server. Und ja, ich erkläre euch jetzt mal die Permission. Okay, nein. Ich gebe mir erstmal Supporter. Ich zeige euch, was ihr mit Supporter machen könnt. Supporter. Ich muss selber gucken, ob die Permissions gut eingestellt sind. Und ja, also ihr seid hier Supporter, könnt fliegen. Also ihr habt Fly, das ist gut eingestellt von uns. Ihr Fly, ihr könnt kein Game Mode. Also verständlich ist, welcher Supporter hat Game Mode. Nope. Ihr könnt euch selber bannen. Ja, ich werde da gebannt. So. Aber ihr seid nicht überall Supporter. Ihr müsst euch dann überall bewerben. Egal. Ihr könnt euch selber bannen, würde ich euch nicht empfehlen. Ich bann jetzt. Es tut mir leid, Gululu muss dran glauben. Gululu wurde erfolgreich. Ich weiß nicht, ob man entbannen kann. Ja, geht's. Ja, doch, wegen der Permission. Ja. Also, wir haben zwei Bannsysteme drauf. Einmal dieses Bannsystem. Ja, das haben nur Owners. Und unser selbst gemachtes Bannsystem. Und ich erkläre euch den Bannvorgang mit Supporter. Also das Bannsystem von uns. Falls ihr Supporter seid, juckt mich nicht, falls ihr die normalen Spieler seid, damit ihr wenigstens Bannsystem kennt.
Also man macht Slash, war nicht so wie bei OP-Sucht, dieses Punish oder bei Griefer Games, dieses Suspend, keine Ahnung. Sondern bei uns macht er stinknormal Bann und bald auch Suspend, weil das einfach besser ist. Bald diesen. Aber jetzt erstmal den. Dann den Spielernamen, also wenn ihr bannen wollt. Und dann hier den Grund. Also ihr könnt hier sind auch schon Gründe Gründe aufgelistet, weil wenn ihr, keine Ahnung, zum Beispiel jemand für Sicherheitsbann, wenn jemand Sicherheitsbann hat, dann tut ihr nicht einfach eingeben, also nicht sowas, sondern ihr müsst hier tabben, also ihr könnt jetzt so tabben oder ihr gebt @Sicherheitsbann. Jo. Achso, läuft das Bannsystem ab. Hier kann ich mich jetzt auch zum Beispiel bannen. Oh Mann, muss ich später nochmal checken. Okay, ich entbanne mich kurz wieder über meinen schönen Trick. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay, es war schlecht. Bin entbannt. Und ich zeige euch jetzt mal so einen Bann hier. Hier. So geht. Wie geht das nochmal? Bann. Okay, ich habe jetzt keine Rechte. Ich weiß selber noch nicht, wie es ausschaut. Und so. Lädt gerade. Also sowas ist jetzt ein Bann. Also ein permanenter Bann. Ihr könnt auch davon gebannt werden. Also ihr könnt auch manchmal so gebannt werden, wenn ich wirklich keinen Bock auf euch habe, dann banne ich euch wirklich so. Und so. Wundert euch nicht, warum es so laggt. Bei jedem so. Aber ich bin zuständig für den City Build. Also, meine Abteilung ist so City, also eigentlich von allen, aber ich bin am meisten so bei City Build. Ja, ihr könnt fliegen, ihr könnt kicken, weiß ich noch nicht. Ich bin gleich wieder. Wieder da. Und kicken. Nee, ihr könnt leider nicht kicken. Keine Ahnung, das braucht man auch nicht. Newton. Egal, ich stelle das noch alles ein. Sorry, ich bin zu faul dafür. Tut mir leid. Okay, Google Chrome. Netzwerksystem. Server sind jetzt und Blockcraft City Team. So. Naja, das soll's mit diesem Video gewesen sein. Liken und abonnieren und tschüss.